Friends, willkommen zu einem neuen Video auf dem erfolgreichsten Kanal Deutschlands. Welcome back. Wie schön, dass ihr alle wieder da seid. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heute machen wir ein Video, was ich eigentlich schon letztes Jahr auch machen wollte. Am Ende 2022, glaube ich. Und es ist jetzt Anfang 2024. Aber egal, lieber ein bisschen später als nie. Ich mache so eine Art so meine Top-Bücher 2023, die ich gelesen habe. Und einfach so, keine Ahnung, die Bücher, die ich am besten fand und die nicht so toll waren. Keine Ahnung. Ich bin kein, es gibt ja diese Booktalker oder Bookstagram, wie auch immer man das heutzutage nennt, so. Was ich liebe, weil ich mir da gerne so Inspiration hole und sowas, aber ich bin das jetzt nicht persönlich, aber Bücher sind schon so ein Hobby von mir. Das wird auch ein eher kurzes Video, weil ich will nicht so lange über einzelne Bücher reden. Ich bin kein Journalist oder Autor, der sich jetzt damit so richtig gut auskennt. Wir gehen jetzt erstmal auf Goodreads. Ich stelle mir auch immer so eine Challenge, so ich will dieses Jahr so viele Bücher lesen. Und letztes Jahr 2023 waren es 23 Bücher wegen 2023. Dieses Jahr will ich 24 lesen wegen 2024. Vielleicht in 2070 werde ich nicht mehr 70 Bücher lesen wollen, aber bis dahin gucken wir, ne? Was passiert? Ich habe 30 Bücher in 2021 gelesen, Digga. Was war mit mir los? Ich bin so ein Bibliotheks-Girlie, also ich kaufe eigentlich selten Bücher, obwohl ich jetzt langsam damit wieder anfange. Ich kaufe jetzt langsam Bücher. Deswegen habe ich jetzt viele Bücher nicht so in der Hand. Aber wir fangen an mit dem ersten und das habe ich sogar gerade hier. Auris von Sebastian Fitzek und Vincent Klitsch. In dem Buch geht es einfach um einen Typen, der so ein krasses Gehör hat, dass er sozusagen einen Täter identifizieren kann. So einfach nur durch die Tonart und die Geschwindigkeit der Stimme und so weiter. Also es ist schon so ein bisschen so, okay. Es ist auf jeden Fall interessant. Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben. Ich bin halt ein Fitzek-Fan. Fanat. Ich habe alle seine Bücher, glaube ich. Für mich war es auf jeden Fall interessant. Man muss aber auf jeden Fall Thriller mögen und so. Ah, ich habe sogar ein Review geschrieben. Quite interesting. Definitely worth a read. Kann ich nur empfehlen. Ich will jetzt nicht sagen, boah, das war ein richtiger Hit so, aber an sich, why not? Why not? Finde ich gut. Dann das zweite Buch, was ich gelesen habe, ist Die Mitternachtsbibliothek. Haben vielleicht einige auf TikTok mal gesehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war mal irgendwie im Trend. Ich habe dem 4 Sterne gegeben. Da geht es eigentlich, das ist auch mehr so, glaube ich, ich würde sagen philosophisch, ich bin mir aber nicht sicher. Man kommt in diese Mitternachtsbibliothek sozusagen und dann sieht man, ich habe das Buch auch vor einem Jahr gelesen. Ich kann mich jetzt nicht wirklich, ich vergesse Bücher, das ist wirklich ganz schrecklich. Aber ich glaube, man kommt in diese Mitternachtsbibliothek, ich weiß nicht, ob es nach dem Tod war oder wenn man schläft, ich, keine Ahnung. Und dann sieht man diese ganzen Bücher und diese Bücher sind sozusagen einzelne Lebenswege, die möglich gewesen wären und Paralleluniversen sozusagen, so wie dein Leben hätte sein können, wenn du vielleicht eine Entscheidung anders gemacht hättest. Und ich glaube, das ganze Buch geht halt darum, so in deinem Leben sind so viele Möglichkeiten und je nachdem, wie du dich heute entscheidest, kann halt dein Leben anders aussehen, als wenn du dich anders entscheidest. Ein wirklich schönes Buch kann ich empfehlen. Ich habe als Review geschrieben, beautiful book made me think about all the things I'm grateful for in my life. Weil es auch so ein bisschen so, okay, mein Leben war doch besser, als ich jetzt vielleicht gerade dachte. Dann das dritte Buch war Pizza Girl. Ich weiß nicht, warum ich das gelesen habe. Es ist ein nicht so langes Buch. Es ist halt so ein Coming of Age. Da geht es einfach um ein Mädchen, die halt Pizzalieferant ist. Und dann wird sie irgendwie obsessed mit einem ihrer Kunden. Und dann an dieses Buch kann ich mich irgendwie gar nicht mehr erinnern. Das ist ja wirklich kritisch. Aber ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben, weil es war an sich, die Story war interessant, aber das Buch hat mich jetzt nicht so krass begeistert oder so. Ich weiß auch gar nicht, welches Genre das ist. Ja, also ja, nice. Das ist das Einzige, was ich sagen kann, ne? Dann das nächste Buch überspringe ich mal, weil das ist eins über meine mentalen Probleme. Darüber müssen wir jetzt nicht reden. Dann das nächste Buch ist Depression und Burnout loswerden. Das ist ein sehr unbekanntes Buch. Und ja, darum geht es halt genau, woran es sich anhört. Das ist halt einfach so ein Ratgeber. Ich habe 4 Sterne gegeben und als Review geschrieben. Definitiv ein paar sehr hilfreiche Ansatzpunkte. Also da waren auf jeden Fall Sachen, die mir geholfen haben. Aber es ist besser als einige andere Ratgeber. Aber es ist trotzdem auch nicht der Ratgeber, wo ich sagen würde, boah, ja, das hat mir wirklich geholfen. Aber das ist mit sehr vielen Ratgebern der Fall. So. Dann sind wir bei einem guten Buch gelandet. People We Meet on Vacation. Da habe ich mich von, glaube ich, TikTok influenzen lassen oder Instagram. Und dadurch habe ich auch eine jetzt meiner Lieblingsautorin entdeckt. Emily Henry. 5 Sterne. 5 Sterne. Also es geht einfach um 2 beste Freunde. Und dann sind sie alle mit ihrer Freundesgruppe so zusammen auf einem Sommertrip irgendwo. Dann haben sie sozusagen die letzte Chance, sozusagen Sachen gut zu machen, weil sie waren auch mal zusammen. Aber dann sind sie auseinandergefallen. Und sie haben aber irgendwie, glaube ich, immer noch Gefühle füreinander. Aber irgendwie wissen die das beide nicht irgendwie. Und es ist einfach, ich liebe den Schreibstil und ich liebe, wie die Story aufgebaut ist und man sieht wirklich beide Charaktere. Es geht einfach darum so, genau, was passiert jetzt so? Ist da was? So, es ist ein bisschen so, passiert da was? Ich lieb's. Empfehle ich. Empfehle ich. Es gibt nichts mehr zu sagen. Dann von Benedict Wells, Hard Land. Wie ich darauf gekommen bin, weiß ich auch nicht. 4 Sterne. Es ist auch definitiv so Coming of Age. Da geht es um einen Jungen einfach, der sozusagen vom Teenager zum Erwachsenen werden. All diese halt ersten Sachen passieren, so erster Kurs, erste Liebe, Crush, whatever. Und er versucht das so alles unter einen Hut zu bringen und so. Und es ist einfach eine Geschichte über einen Sommer, wo er sich komplett verändert. 4 Sterne finde ich auf jeden Fall auch gut. Dann, da habe ich mich auch von Instagram influenzen lassen. Boy Parts von Lisa Clark. 4 Sterne. Es war auf jeden Fall ein sehr interessantes, etwas, was ich nicht üblich
ich lese, Boy Parts, das habe ich tatsächlich auf meinem Handy gelesen. Mein Review war American Psycho, but Girl Version. Es geht halt einfach um so ein Mädel. Und es ist ein bisschen so horrormäßig tatsächlich angelehnt. Also es ist jetzt kein Horrorbuch, aber es ist schon an Horror angelehnt. Und sie ist halt so eine Künstlerin. Und sie hat halt so mehrere dysfunktionale Beziehungen und so. Es geht halt auch um Sexualität und Geschlechter und so. Und es ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Für mich war das so das erste Buch, was ich so in diese Richtung gelesen habe. Ja, 4 Sterne. Kann ich auch empfehlen. Dann das nächste Buch, was wir haben. Reasons to Stay Alive von Matt Haig. Keine Ahnung, sorry. 4 Sterne. Da erzählt er einfach, glaube ich, seine eigene Geschichte, wie er mit Depressionen und sowas und Angststörungen so zu tun hatte. Wie er sozusagen da so ein bisschen rausgekommen ist. Er erzählt von seiner Ehefrau und so. Und ich fand es definitiv interessant. Ich liebe Bücher, wo Leute selber über ihre mentalen Probleme sprechen. So auch in der Vergangenheit und wie sie jetzt damit umgehen und so. Und was sie gemacht haben. Ich persönlich finde das sehr interessant. Hab dem Buch 4 Sterne gegeben und Review geschrieben. Okay, I'll stay alive then. Ich denke auch, ich wäre so richtig Comedy-Gold irgendwie, keine Ahnung. Dann haben wir The Vegetarian von Han Kang. 4 Sterne. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so mehr feministische Literatur, wenn ich mich nicht irre. Es geht auf jeden Fall um so eine Frau, die so irgendwie von einem Tag auf den anderen einfach vegetarisch ist. Ohne Grund. Ohne Grund. Und alle denken, sie ist irgendwie verrückt geworden, so. Weil es so richtig unüblich ist. Alle denken, sie ist verrückt geworden und sie wird immer dann auch verrückter, so irgendwann, ich weiß es nicht, sie hat dann so eigentlich einen Ehemann, aber dann hat sie irgendwie so eine Affäre und sie fällt einfach irgendwie in so einen Abgrund, so ihrer Fantasie. Es ist ganz komisch, so wir sehen ihre Verwandlung, so wie sie war eine normale Hausfrau und jetzt ist sie irgendwie so, sie hat sich komplett verändert. Und es geht auch ein bisschen um Mental Health. Komisch. Es war auf jeden Fall so, aber sehr interessant. Ich habe es nur gelesen, weil da stand die Vegetarierin drauf und ich war so, okay, ich bin auch vegetarisch. So. Mal gucken. Es ist so ein dummer Grund. Hab als Review geschrieben, kind of weird, but I guess that's why I like it. Dann, dieses Buch habe ich, glaube ich, in 4 Tagen gelesen, weil mir war so langweilig. Nein, mir war nicht langweilig, aber ich war so, okay, Lina, du kannst jetzt nicht den ganzen Tag am Handy sitzen. Das war in den Semesterferien im Sommer. Death on the Nile, Tod auf dem Nil oder am Nil von Agatha Christie, die tatsächlich eine bekannte Autorin ist und so. Sehr gutes Buch. Krimi, es hat mich sehr stark an Sherlock Holmes erinnert. Das ist ein anderer Detektiv, der heißt Hercule Poirot. Ist irgendein Franzose, glaube ich. Sehr gut. Also, man ist die ganze Zeit so, oh mein Gott, was passiert da? Und es geht einfach nur, eine Frau wird auf einem Boot, auf einem Schiff, auf dem Nil ermordet und, you know, der Detektiv guckt halt, wer war das? Und man erwartet es auf jeden Fall nicht. Wenn man Krimis mag, Detektivgeschichten, kann ich empfehlen. Ich habe als Review geschrieben, I'm not usually a huge fan of detective stories, but this one was really intriguing and I loved how the case was solved. Dann ein sehr kurzes Buch, das war gerade vielleicht mal 100 Seiten. A Room with a View. Zimmer mit Ausblick. 3 Sterne. Das war halt eine sehr kurze Geschichte, einfach so sehr typische Liebesgeschichte, so nichts Spannendes zu erzählen. Da waren Bilder in dem Buch, so, und das war so dünn, also 3 Sterne. Das war, ja, okay, aber okay. Dann habe ich Call Me By Your Name geschaut. Ich habe extra die CD ausgeliehen in der Bibliothek, weil ich weiß, ich will diesen Film schauen, weil ich habe den als Kind geschaut und habe nichts verstanden. So, hä, was ist jetzt dieser Pfirsich? Was bedeutet dieser Pfirsich so? Und dann habe ich den Film geschaut mit meinem Freund und er war so, wir waren beide so, oh mein Gott. Oh. Und dann habe ich dabei so, okay, ich muss das Buch lesen. Das Buch ist sogar noch besser als der Film. Call Me By Your Name. Was soll man sagen? Man kann nichts mehr sagen. Call Me By Your Name. You know? 4 Sterne. Why are they doing this to me? Das war mein Review. Ich weiß nicht, warum 4 Sterne. Ich hätte es 5 Sterne gegeben sollen. Dann kommen wir zu Happy Place von Emily Henry. Wieder so eine... Da geht es um Harriet und Wynn. Die waren zusammen. Aber vor 6 Monaten haben sie Schluss gemacht. Und sie haben es ihren Freunden nicht erzählt. Und dann kommen sie zusammen im Urlaub. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Happy Place und People We Meet on Vacation verwechsle. Auf jeden Fall ist es auch diese so Romance-Geschichte. Ich liebe einfach ihren Schreibstil. Sie macht es einfach spannend. Mein Review war I love Emily Henry. Dann... Ich weiß nicht, warum ich dieses Buch gelesen habe. Ich weiß es nicht. Skinny Bitch, a no-nonsense, tough... Oh mein Gott, ich kann kein Englisch mehr. Skinny Bitch, a no-nonsense, tough love guide for savvy girls who want to stop eating crap and start looking fabulous. Ich weiß nicht, warum ich das gelesen habe. Okay. Es geht eigentlich um Ernährung und es geht auch ein bisschen um Veganismus. Und ich habe das gelesen und ich war so, what the fuck lese ich da? Vielleicht ist es auch veraltet. Ich weiß nicht, wurde 2005 herausgebracht. I don't know. 2 Sterne muss man nicht lesen. Also es geht einfach nur um Ernährung und Veganismus und sie zählt da so, you know, es ist gut so als Information, aber die Attitude in diesem Buch, so wie sie schreibt, so, oh, Leute, die Fast Food essen, sind die Schlechten der Gesellschaft. Ich war so, dicker, nicht jeder hat 50 Euro so jeden Tag für Essen, weißt du, was ich meine? So. Dann ein Ratgeber. Do less, get more. How to work smart and live life your way. Nicht gut. Nicht gut. 2 Sterne. Im Review habe ich geschrieben, she's just saying the same thing over and over again. Also sie hat einfach immer nur geschrieben so, überleg dir, wie du einige Sachen weglassen kannst, lass jemand anderen das übernehmen und du machst einfach weniger Sachen, aber priorisierst die wichtigen Sachen und dann kriegst du die als erstes fertig und dann die unwichtigen Sachen, da überlegst du dir, okay, muss ich wirklich machen. Das ist einfach nur die ganze Message. Also... Na dann! Das Buch war lange auf meiner Will-ich-lesen-Liste. Convenience Store Woman von... Wisst ihr was? Ich lasse es mit den koreanischen, japanischen
Namen 4 Sterne. Es geht um eine Frau, die ihr ganzes Leben schon in einem Supermarkt arbeitet. Und jeder halt in ihrer Familie und ihre Freunde denken halt, sie ist komisch, weil sie irgendwie sich keinen Mann sucht und keine Kinder hat und sie will jetzt nur im Supermarkt arbeiten. Aber es ist halt ihr Happy Place sozusagen, da fühlt sie sich wohl und sie ist so, das ist ihr Lebenssinn und so. Und dann kommt da ein Typ hinzu und sagt so, ja, lass uns der Gesellschaft anpassen, lass uns ein Kind machen, obwohl ich dich nicht liebe, aber lass uns ein Kind machen, so, you know. Und sie war so, okay, von mir aus, aber dann, ich will jetzt den Plot nicht verraten, keine Ahnung. Falls Leute das lesen wollen, whatever, aber es war auf jeden Fall sehr interessant. Halt einfach eine Frau, die sich halt nicht der Gesellschaft jetzt unbedingt anpassen will, weil warum? You know, so nicht jeder muss so heiraten und Kinder kriegen und dann, you know what I mean. 4 Sterne. Dann von Kurt Krömer. Den kennen vielleicht einige. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst, meine Depression. Sehr interessant. Ihr merkt schon, wie ich gerne so Bücher über Depressionen lese, aber ich, you know, ich muss... I need to. Gutes Buch, 4 Sterne. Das Review habe ich geschrieben. I like this man. Sympathisch. Sympathisch geschrieben, so mit Humor, aber auch emotional. Bisschen emotional. So einfach seine Lebensgeschichte. So, ich konnte an sehr vielen Stellen relaten. Wenn ich in einem Buch relaten kann, dann ist das automatisch so ein sehr großer Pluspunkt. Oh, ich liebe auch Biografien, also was soll ich noch sagen? Wir kommen zum Buch Vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells. Süße Geschichte. Einfach eine Lebensgeschichte. So die Kindheit von einem Typen. Es geht einfach nur um einen Jungen, seine Eltern sterben halt früh und so und dann wächst er auf. Mit seiner Kindheitsliebe dann heiratet er und dann erkrankt sie aber und so. Und das ist einfach alles sehr süß, so cute, you know. Es gibt keinen wirklichen großen Plot oder sonst was, aber da ist immer so ein tieferer Sinn bei Benedict Wells Büchern. Man liest es und es ist so ein bisschen so, okay. Es lässt einen so ein bisschen nachdenken, deswegen. 5 Sterne habe ich dem gegeben. Mein Review war so sweet. Mit dem pinken Herzen. Dann, wir kommen zu Franz Kafka. Uiuiuiui. Ich war so, oh mein Gott, ich muss das. Ich sehe so viele Franz Kafka-Memes auf meiner Instagram. Für Jupiter war ich so, oh Digga, ich muss mir jetzt zum Buch gehen. Ich muss das jetzt lesen. Die Metamorphose oder die Verwandlung. 4 Sterne. Die ganze Zeit dachte ich mir so, what is happening? Was passiert hier? Was lese ich da gerade? Aber es ist halt so bizarr, dass es halt einfach unterhaltsam gut ist. So. Man denkt auch drüber nach einfach so. Ich muss sagen, ich habe nicht den kompletten Sinn verstanden. Also es gibt viele verschiedene Interpretationen im Internet, aber halt so an sich lässt das Buch einen so nachdenken, so diese ganzen Familiendynamik und so. Manche finden das Buch richtig scheiße, manche finden es richtig gut. Ich finde es schon gut. Ich fand es sehr interessant. Es ist halt so komisch so. Ich liebe so komische Geschichten. Und es geht auch einfach um die menschliche Existenz. Sprich die Probleme an, so Identität, Familie, Erfolg, soziale Position, wie das alles so ineinander spielt und wie sehr sich das verändern kann und wie sehr sich dann auch dein Leben verändern kann so durch diese Sachen. Es ist auch, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen so Kritik an halt, you know, der Gesellschaft, an die sozialen Normen, so was wir erwarten an Menschen und so. Und dann, ich glaube, das habe ich in einem anderen YouTube-Video erwähnt, The Strength in Our Scars von Bianca Sparacino. Das ist einfach nur so ein bisschen so, also es ist in der Kategorie Poesie, es ist auf jeden Fall auch so ein bisschen so Self-Help, Mental Health, persönliche Entwicklung so und es ist einfach, wenn man Trauma durchgestanden hat oder Herzbruch, man hat mit dem Partner Schluss gemacht und man ist, you know, dann ist dieses Buch perfekt. Für mich war es nicht hundertprozentig relatable, aber ich finde, das Buch hat auf jeden Fall gute Punkte. Schönes Cover. Ich habe 5 Sterne gegeben, weil ich war so, wunderschön. So auf jeder Seite sind so halt kurze Texte oder halt was längere Texte so über deine inneren Welten und wie kannst du dich von deiner Vergangenheit trennen so und einfach in die Zukunft blicken mit nicht unbedingt 100% positiven, sondern einfach neutral so, okay, das hinter dir ist hinter dir. Wir kommen zum vorletzten Buch, Der Alchemist. Kennen wir alle. Also wenn man das nicht kennt, dann tut's mir leid. Ja, gutes Buch. Philosophisch halt, ne, so. Es geht halt so über den Lebensweg und auch die Entscheidung, die man macht und so vielleicht das, was für einen vorausbestimmt ist, dass man nicht immer auf ein Ziel so, man denkt, man hat dieses eine Ziel und das muss man erreichen, aber eigentlich gibt's für dich noch ein anderes Ziel, was wurde ich viel Besseres erwartet und so. Essentiell, glaube ich, war es so, ich habe es jetzt so interpretiert, so, der Weg ist das Ziel. Auf dem Weg sind auch sehr viele gute Sachen, die du vielleicht nicht erwartet hättest. Ja, sollte man gelesen haben, so. Ich glaube, das ist auch so ein Klassiker. Es ist einfach so Lektüre, die man gelesen haben sollte. Mann! Don't judge me! Ich lese nur Bücher, aber ich... Weil mir langweilig ist, okay? 4 Sterne. Und mein letztes Buch, das habe ich noch am 31. Dezember 4 Stunden vor Silvester. War ich so, ich muss lesen. I wanna die, but I want to eat Tteokbokki. Tteokbokki? Ich glaube, man spricht so aus. Bin mir nicht sicher. Ja, ich war in Schottland. Wir waren so eine Buchhandlung. Und ich war so, irgendwie finde ich keine Bücher hier. Und dann war meine Mutter so, willst du das haben? Ich war so, okay. Auf dem Buch steht, I want to die. Und sie war so, willst du das haben? Ich so, okay. Gutes Buch, interessant. Es ist interessant, aber ich war jetzt nicht so, das überzeugt mich jetzt richtig. So, 3 Sterne habe ich es gegeben. Es geht einfach nur um, die Autorin hat ihre Therapiesitzungen auf dem Handy aufgenommen und hat sie dann sozusagen transkribiert. Und es ist halt interessant zu lesen, diese Konversationen, wie sie ablaufen und auch die persönliche Entwicklung. Aber es ist halt, ich konnte jetzt nicht relaten, weil sie hat über so andere Sachen geschrieben, mit denen ich jetzt nicht so persönlich nichts zu tun habe. So. Deswegen an sich gut, aber ich war vielleicht jetzt, ich wurde nicht so angesprochen, aber das ist okay. Deswegen 3 Sterne. Oh mein Gott, ich habe die Bücher gar nicht gezeigt. Aber es ist mein eigenes Buch.
Yay. Ich hoffe, das Video war einigermaßen irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schauen Leute sowas? Vielleicht habt ihr euch ein bisschen Inspiration geholt, whatever. Ach so, ja, meine Top-Bücher. Okay, meine Top-Bücher dieses Jahres würde ich sagen. People We Made on Vacation von Emily Henry. Death on the Nile, Tod auf dem Nil oder Mord auf dem Nil. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Meine Güte. Call Me By Your Name, natürlich. Also, ich fand eigentlich alle Bücher relativ gut, außer die, wo ich gesagt habe, okay, nee, die sind nicht so gut. Ja. Okay, Besties, das war's. Auf jeden Fall in diesem Jahr habe ich 24 Bücher lesen. Danke fürs Zuschauen, Besties. Und bis zum nächsten Mal. Und ich habe euch alle ganz doll lieb. Ciao.